So, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar bin ich gerade dabei, so ein bisschen meine Garage hier aufzuräumen und dachte mir so, da könnte man trotzdem noch ein bisschen was machen zwischendurch. Und zwar habe ich hier immer noch den Kopf vom MX-5 liegen. Und da war nämlich damals das Problem, dass eine Zündkerze fest ist. Die ist komplett mit dem Kopf zusammengerostet, von der Kraftangriffseite. Und jetzt wollen wir einfach mal zusammen versuchen, gucken, ob wir die Zündkerze da jetzt irgendwie rausbekommen. Und zwar habe ich mir vorgestellt, dass wir die jetzt von der Ventilseite irgendwie versuchen rauszudehnen oder rauszuklopfen. Beschädigungsfrei wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Möglicherweise brauche ich danach irgendwie ein Helicoil oder so. Aber ich würde sagen, wir versuchen das auf jeden Fall. Der Kopf wird wahrscheinlich sogar zum Motorenbauer gehen. Da werde ich den dann einmal komplett plan schleifen lassen. Einfach nur gucken, ob der auch plan ist. Einmal richtig sauber machen etc. Und dann wieder zusammenbauen. Und dann geht er natürlich wieder in den Motor rein. Also in das Fahrzeug. Deswegen würde ich sagen, probieren wir jetzt einfach mal, ob wir zusammen diese Zündkerze da irgendwie rausbekommen. So, und zwar haben wir hier nämlich das Problemchen. Was man da machen kann, ist eigentlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Also man kann jetzt wirklich nur versuchen, irgendwie das Ding rausgedreht zu bekommen. Dafür müssten wir das einmal irgendwie einsprühen oder so. Oder halt im Nachgang, wenn es nicht geht, müssten wir wirklich die Elektrode einmal durchschlagen und versuchen, die Hülse dann separat rauszudrehen. Ich hole jetzt erstmal ein bisschen WD-40 und versuchen wir mal irgendwie, dass das Gewinde ein bisschen geschmeidiger wird. Einfach hier reinsprühen schön und gucken, dass es irgendwie da vernünftig reinläuft. Das ist die Frage natürlich, mit was für einem Werkzeug probieren wir das jetzt gleich. Am besten wäre natürlich irgendwie so eine Kombizange oder sowas. Dann werden wir erstmal versuchen, hier an der Elektrode hier vorne zu lösen. Weil von der Innenseite wird es nicht funktionieren, weil da haben wir das Problem, dass der Schacht für die Zündkerze sehr schmal ist. Das ist nur eine 14er Kraftangriff und die Nuss, die passt auch so gerade eben da durch. Oder 16er, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist es sehr eng und sehr tief auch. Das ist das größte Problem, dass es sehr tief ist und man nicht vernünftig von innen, also von oben, ja, packen kann. Ne? Ja, ich suche mal irgendwie eine Kombizange oder sowas. Ich könnte das jetzt mal mit so einer Zange probieren, aber da kriegen wir gar nicht gegriffen. Das heißt, direkt zur Seite. Wenn wir es hier mit, jetzt mal kurz überlegen, das ist schon ein bisschen hier irgendwie, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was wir hier machen sollen. Ich kann jetzt eigentlich nur hier so zwischenpacken und versuchen, das irgendwie so gedreht zu bekommen. Ob da überhaupt irgendwas passiert, ist die andere Sache. Ich vermute eher weniger. Von daher müssen wir mal schauen, dass wir jetzt irgendwie hier bricht uns hier sofort alles weg. Das bricht uns hier direkt alles weg, macht alles keinen Sinn. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich irgendwie mal versuchen, mit der etwas rabiateren Art, würde ich sagen, jetzt einfach mal hier durchzukloppen. Nehmen wir uns mal hier so eine feine Stange dafür. Oh, die könnte ein bisschen zu groß sein. Ich gucke, ob ich irgendwie was Kleineres kriege. Und dann kloppen wir das Ding da jetzt irgendwie raus und dann müssen wir irgendwie gucken, muss ich das sonst aufbohren und dann Helicoil reinsetzen oder sowas. Das ist so traurig, ich habe hier noch nicht mal einen richtigen Hammer, sondern nur so ein Fäustel. Und als Schlagdorn würde ich nämlich jetzt einfach mal hier so eine M10er Schraube. Ja, ich weiß nicht, was passiert, wir versuchen es einfach mal. Die ist zu dick, da muss irgendwas Dünneres her. So. Hier sogar schon die Wochenwellenlager raus. So. Auch nicht so fein aus, ehrlich gesagt.
Ah! Mein Ziel ist es ja, einfach nur irgendwas zum Durchschlagen zu haben. Das machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, wie wir sehen, hochqualitative Schraube. So, ein bisschen krumm das Ding, aber egal. Hat also nichts gebracht. Ja, gucken. Ja. Das ist echt scheiße, also keine Ahnung, was man hier noch machen könnte. Natürlich irgendwas, was richtig stabil ist einfach. Ne? Und wenn ich jetzt mit dieser Schraube hier drauf zimmer, riecht sich der Scheiß doch auf. Ich kann natürlich versuchen, da irgendwie was mittig reinzukloppen. Ja, und dann irgendwie mit einem Torx oder sowas. Aber das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Ich will ja im Prinzip nur die Mittelelektrode raushaben. Das ist der Wahnsinn. Das ist so hart. Selbst so eine M8er Schraube gibt da voll nach. Oder sind aber nur China-Schrauben. Hier wurde gesagt, das kann man ganz leicht rausklopfen. Muss ich nochmal zur Rede stellen, denjenigen. Ne? So. Jetzt noch eine Bohrmaschine. So, Bohrer rein. Versuchen wir einfach mal ein Loch zu bohren. Vielleicht geht das. Das geht. Da war jetzt schon ein bisschen was raus. Also das würden wir auf jeden Fall irgendwie durchgebohrt bekommen. Das sollte jetzt nicht das Problem darstellen, denke ich. Von daher probieren wir einfach mal weiter. Also ich komme da immer weiter durch, muss ich sagen. Natürlich versuchen das jetzt mal rauszuschlagen. Jetzt natürlich versuchen, ich muss mal gucken, weil ich habe jetzt ziemlich weit hier außen gebohrt, ob ich jetzt hier vorne weiter gebohrt bekomme. Mal probieren. Etwas kleineren Bohrer. Vielleicht kommt man dann insgesamt leichter durch. Das werden wir einfach mal ausprobieren. Nee, also es ist gut, ich komme mal weiter durch, so ist es nicht, ne? Man kann hier rumpröckeln. Man kann hier auf jeden Fall rumpröckeln so ein bisschen. Ich sag mal so, ich bin kein Motorenbauer, ne? Von daher hoffe ich, habt ihr nicht zu viel erwartet. Vielleicht sollte man das tatsächlich jemandem überlassen, der sich damit auskennt.
Ja, für so einen Motorenbauer sollte das alles gar kein Thema sein. So ein 50er Torx, der könnte ja was. So. Ja, geflogen. So. Jetzt die Frage, ob ich mit der Ratsche dran gehe oder direkt mit dem Schlagschrauber und wir versuchen so mit Gewalt da irgendwie reinzubekommen. Volle Power. Würde ich sagen, einfach mal probieren, ne? Kommen würde. Tut auch nichts. Könnte jetzt natürlich noch eine Nummer größer nehmen, das wäre noch eine Option, also ein 55er. Nee, komme ich gar nicht mit rein. Ja, weiß ich nicht. Weiter bohren. Nee, Leute, das wird, glaube ich, nichts. Ich glaube, das lassen wir, das Thema an der Stelle einfach. Ich werde das Ding wahrscheinlich einfach zum Motoreninstandsetzer geben. Aber mit solch, ja, ist halt gurkige Arbeit irgendwo, ne? Das ist halt scheiße. Ja, Motoreninstandsetzer, für den sollte es eigentlich kein Problem sein, das Ding da irgendwie rauszufriemeln. Weil dann hätten wir ja sowieso später das Problem von der anderen Seite, den Sechskant, der ja weggerostet ist, den wegzubekommen. Das heißt, wir müssen von der anderen Seite irgendwie noch schleifen wahrscheinlich, dass wir halt einen vernünftigen Sitz später haben für die Zündkerze. Ne? Deswegen nicht nachmachen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es war jetzt kein Beispiel, wie man es machen sollte, definitiv nicht. Ja, ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Lasst mir ein Abo da, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Macht's gut, ciao.